Dann herzlich willkommen zur Finanzmarktrunde am 26. Oktober, 2 weeks to go, zur US-Wahl und deswegen heute auch ja, das zweite Spezial, könnte man sagen, beziehungsweise ein Webinar komplett im Fokus der US-Wahl. Hat unser Kollege, oh Egmont, ich glaube, du musst aufhören zu klimpern, sonst ist es bei mir so laut. Da hat unser Kollege was vorbereitet. Erstmal, ich hoffe, es geht allen gut im Webinar. Ich melde mich heute mal von der schönen Insel Sylt mit vielen Wolken. Aber es war trotzdem ganz, ganz schön heute. Und ja, der Kollege aus der Feingold Research Redaktion sozusagen hat was vorbereitet. Diese schöne Übersicht hier. Also 13 Tage bis zum Gong. Könnte man sagen, da sieht man auch Überflugstaaten rot, die anderen Staaten blau, das wird uns gleich beschäftigen. Wir gucken natürlich auch ins Profil Wohlerstrategie rein, das sieht immer noch gut aus. Ich habe ein bisschen was gemacht in den letzten Tagen und klappt es auch ganz stattlich. Wohler gucken wir uns auch an. Und dann hier sehr schön, ich dachte erst, das wäre der Tempelberg in Jerusalem da hinten dran, aber das würde ich Trump zutrauen, aber unserem Kollegen, der die Präse erstellt, nicht. Ja, damit beginnen wir heute mal. Setzt sich Hillary durch? Das ist so der Start des heutigen Webinars. Wir kommen auch gleich noch auf die Einflüsse der Amerikaner auf den DAX und der CIA auf den Tech-DAX, denn er hat sich auch Interessantes getan. Aber Egmont, schöne Karikatur hier, wenn man das so will. Also rechts Trump, links mit gelben Spaghettihaaren Hillary und in der Mitte und links leider der ausgeschiedene Bernie Sanders. Mein Favorit wäre es ja gewesen. Glaubst du noch an Trump? Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Daniel. Genau, ich glaube mehr denn je an Trump. Bin fester denn je, bin fest, ja, du hattest mir, ja, ich weiß, das überrascht dich jetzt. Nee, ist gut. Du hattest mir ja mal vor 2 Wochen angeboten, ob ich eine Wette annehmen würde, dass Trump gewinnt. Ähm, Ja. falls, falls die Wette noch steht, hiermit nehme ich sie gerne offiziell an. Ich denke, Trump hat deutlichen Rückenwind, einfach weil vielen Amerikanern jetzt allmählich dämmern, dass die Medien vielleicht doch nicht so frei sind und dass die sich doch ziemlich einseitig auf die Seite von Hillary Clinton schlagen. Und wir kommen ja noch zu dem Thema Wahlumfragen. Die Wahlumfragen sind meiner Meinung nach klar manipuliert oder sind klar gefaked. Das habe ich auch wiederholt geschrieben und aufgezeigt. Warum sind die gefaked? Meiner Meinung nach, weil einfach in den Wahlumfragen viel mehr Demokraten befragt werden als Republikaner. Das sagt das jeweilige Institut auch ganz offen, wenn du schaust, Okay. ob das ABC ist, wer auch immer, die sagen ganz klar, in den Befragungen sind immer 36, 37, 38% der befragten Anhänger der Demokraten, während der Anteil der Befragten, die Republikaner sind oder sich dazu zugehörigen, das sind immer nur 26, 27, 28%. Das heißt, eine Lücke von ungefähr 8 bis 9 Prozentpunkten. Und wenn man natürlich hauptsächlich Demokraten befragt, dann kommt man natürlich am Schlussende zu dem Ergebnis, ja, die Demokraten gewinnen. Aber ich denke, meiner Meinung nach wird Trump die Wahl gewinnen und das wird manch einen ziemlich überraschen. Und wir haben auch, glaube ich, in der Folie noch was Michael Moore zu dem Thema gesagt hat. Und da bin ich natürlich absolut, absolut seiner Meinung, dass es so laufen wird. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass genau, da gibt's einen schönen Beitrag zu CNBC von Zero Hedge, Entschuldigung, von Zero Hedge bei denen auf der Homepage, wo man sich einfach das Interview des Michael Moore zu dem Thema gegeben hat, warum Trump gewinnen wird, sind bloß 3, 4 Minuten, weil einfach der Frust der Amerikaner so hoch ist, weil es einfach so viele schlecht bezahlte Jobs gibt, weil es wirtschaftlich schlecht geht, weil die Arbeitslosigkeit doch nicht so niedrig ist, wie die Regierung wahrhaben will, die Inflation höher ist, die Mieten steigen und so weiter und da zähle das alles auf und ich kann nur jedem empfehlen, denken Sie mal drüber nach, was Michael Moore sagt. Viele von Ihnen kennen ja. Und ja, er geht davon aus, dass Trump gewählt wird und ich gehe auch davon aus. Bitte, Daniel. Wow, jetzt habe ich dir 6 Minuten Redezeit auf den Block gelassen, weil ich dir fasziniert zugehört habe. Denn dass du dich so offensiv da auslehnst, immer noch und diese Wette annimmst, ich halte die Wette nach wie vor natürlich. Respekt, also klare Kante in der Finanzmarktrunde, das finde ich ja schon mal super.
Zu den Umfragen hätte ich eine Rückfrage dann an dich. Wir haben ja das gesehen im Zuge des Brexit, dass die Meinungsforscher da komplett daneben lagen und auch die Buchmacher. Aber es gibt ja auch jetzt in den USA Buchmacher. Da kriegst du ja auf Moore, sage ich schon, auf Trump, eine ganz ordentliche Quote. Stützt du dich da primär auf ABC oder sagst du, es sind mehrere Institute, die alle deiner Ansicht nach falsch liegen? Weil ich meine, das ist ja für die Finanzmärkte schon wichtig. Wir können mal, damit wir es mal zusammenbringen, warum auch unser Webinar so ausgerichtet ist. Schauen wir nur mal auf den VWX. Der zeigt ja immer noch totale Sorglosigkeit an. VDAX New in den letzten Tagen Richtung 16 gewandert. Das signalisiert ja eigentlich am Markt nur, alles ist völlig entspannt. Und ich glaube, wenn Trump gewählt werden würde, dann stehen wir im VWX innerhalb eines Tages weit über der 20, oberhalb der 20. Das ist ja schon richtig interessant, was da los ist. Dazu passend kann man vielleicht mal zeigen, gehe ich mal ganz kurz von der Folie weg, müsste ich fast meinen Trade wieder zurückbuchen, denn ich bin heute Nachmittag, sieht man jetzt natürlich nicht mehr, bin ich rausgegangen im Trade mit der Vola, kann man sehen, ich gucke mal gerade, wo habe ich denn meine Trades? Da sind sie, genau. Da ist das Portfolio Vola-Strategie. Da kann ich mal ganz kurz zeigen, was ich zuletzt gemacht habe. Hier sieht man nochmal eine Performance über die Übersicht 2015, 2016. Hier auch die Monate. Man sieht, der Sommer war ein bisschen schwierig dieses Jahr. Seitdem geht es wieder gut. Wir sind jetzt seit Jahresbeginn bei plus 27%. Ich glaube, das kann sich mit so einer Vola-basierten Strategie allemal sehen lassen. Und vor allen Dingen, wenn dann die Vola innerhalb des Profils so tief ist, das ist ja ganz gut und wir sind damit immer noch unter DAX-Niveau. Aber gucken wir nochmal auf die Trades, die ich gemacht habe. Denn mein Gedanke war eigentlich, dass wir in der Vola in der Tat anspringen. Ich bin dann heute Nachmittag schon wieder rausgegangen, weil ich dachte so, ah, reicht schon mal wieder, nimmst ein bisschen kleine Gewinne mit. Beim DAX habe ich aber auch auf der Long-Seite einen Gewinn mitgenommen und bin da jetzt auch, das sieht man hier, ich kann mal ganz kurz reinschauen, relativ seitwärts aufgestellt, würde ich mal sagen. Sie sehen das schon hier, drei Short, drei Long-Positionen. Also da ist nicht viel Überhang zu einer Seite. Hier, die ist ein bisschen größer, deswegen minimal Long noch per Saldo. Das hatte ich ja schon häufiger erläutert, warum ich das so mache. Aber die Vola jetzt zum Beispiel bei der 10,8 gefiel mir nicht und dass die Charttechniker da schon wieder gerufen haben, jetzt geht's los. Das war auch für mich eher ein Signal, die Gewinne schon wieder einzustreichen. Warum er jetzt eingesprungen ist, weiß ich nicht. Erklärung zu ProSiebenSat.1, die ist für mich ein Nachholkandidat. Wer sich mal anguckt auf die letzten Monate seit Jahresbeginn, auf die letzten 10, welche Aktien gelaufen sind im DAX und welche nicht und welche fundamental noch ein bisschen Potenzial haben, meiner Ansicht nach, dann fiel mir die Telekom ein, die ganzen Telekoms in den letzten Tagen. France Telekom war auch sehr stark, Deutsche Telekom knackt beinahe den Abwärtstrend und auch ProSiebenSat.1 würde ich mir noch ein bisschen was besprechen. Aber das nur als ganz kurzen Exkurs mal. Was ich eigentlich ja sagen wollte, war, ich habe diese Vola-Position wieder zugemacht, weil ich dachte, das ist ein kurzer Sprung, aber immer noch die Ansicht, dass Clinton das machen wird und dass wir eher noch so eine kleine Rallye bis zur Wahl sehen. Aber was wäre denn das Szenario, um mal darauf zurückzukommen, Eckmann, wenn das Ganze schief geht, was passiert denn dann am Markt? An was glaubst du denn? Oder ich sage vielleicht mal umgekehrt, was mein Szenario wäre, wenn Clinton gewählt wird. Und dann lasse ich dich. Meines wäre, wir sehen jetzt so eine Art Erleichterungs- und Wunschrallye, dass Clinton kommt, so bis zum 8., 7., 6. Dann gibt es sozusagen Mission Accomplished, um mal mit George W. Bush zu sprechen. Clinton wäre gewählt. Und dann könnte ich mir vorstellen, erstmal Gewinnmitnahmen, so bis, ja, vielleicht sogar bis zu dieser Zinssitzung der Fed hin. Dann würde Yellen sagen, wir erhöhen jetzt die Zinsen einmal, Klammer auf, wenn überhaupt, Klammer zu, und würde dann sagen, da kommt aber erstmal nicht viel hinterher, 2017, und würde eher so eine Entwarnung geben, was Draghi ja zuletzt auch getan hat. Und dann sehen wir Teil 2 der Weihnachtsrallye. Wie gesagt, Teil 1, glaube ich, läuft sogar jetzt schon. Was wäre denn dein Szenario, wenn Trump gewinnt? Ja, vielleicht reden wir noch mal kurz über den Wetteinsatz. Was hast du angeboten? 50 oder 100 €? Also da bin ich 100. natürlich dabei. 100, okay, 100, 100 Summe. 100. Du weißt, ich bin eigentlich kein großer Zocker, aber in dem Ja, Fall schlage ich. umso bemerkenswerter. Ja, das muss man den Leuten mal erklären Ja, hier. Also der Eckmann ist gerne. wirklich kein Hasardeur, der jetzt irgendwie am Wochenende mal 200 € setzt auf Pokalsiege von Leverkusen auswärts und die dann verliert oder so. Sowas macht er nicht. Wenn Eckmann sich da so bekennt, dann ist er schon überzeugt. Also
Ja. Das bin ich wirklich. Und die Tatsache ist, dass eben nicht nur ABC, sondern auch die anderen Sender genau den gleichen Trick machen, sei es CNN, sei es CNBC und so weiter. Die machen alle den gleichen Trick. Die befragen einfach viel mehr Demokraten, je nachdem 8, 9, 10% Punkte. Und dann kriegen sie am Ende einen Sieg für die Demokraten mit einem Abstand von 3, 4, 5% Punkten raus. Also jeder, der 2 und 2 zusammenzählen kann, weiß ganz klar, wie der Hase läuft. Deswegen, ja, ich denke auch, dass die Börse aber, das... Ja, bitte. Aber Eckhard, kurzer Einwand. Wie ist es denn? Wir wissen ja alle, entscheidend sind ja eigentlich nur die Swing States. Und hältst du es da, ist das auch da sehr gut messbar? Weil ob die jetzt zum Beispiel in Kalifornien oder in New York irgendwie ein bisschen hin oder her überlegen, das ist ja eigentlich wurscht, weil die Staaten sind sowieso ziemlich fix für Clinton. Das heißt, wir reden ja eigentlich nur über die Wackelkandidaten. Haben wir ja auch hier schön, schön aufgezeigt. Und der Abstand ist ja doch in den Umfragen im Moment noch sehr, sehr deutlich. Also Clinton hat ja schon einen riesen Vorsprung. Hast du da irgendwie Infos, ob das, wie das in den Swing States aussieht? Ich denke, die Swing States, die werden in Richtung Trump kippen. Heute gibt es ja auch einen Beitrag bei Bloomberg auf der Homepage zu dem Thema, dass da in den Bloomberg-Umfragen teilweise Trump vorne ist. Und ja, vor dem Hintergrund bin ich ganz klar weiter positiv für Trump. Und ich denke auch, dass die Börse gar nicht so negativ aufnehmen wird, weil einfach der Börse relativ schnell klar werden wird, dass im Endeffekt egal ist, ob Trump oder Clinton Regierungschefin wird. Was kommen muss, ist ein großes Infrastrukturprogramm, ein großes Konjunkturprogramm, um die schwache Konjunktur anzukurbeln. Und dann würde das die Börse meiner Meinung nach relativ schnell wieder positiv sehen, wenn jetzt sagen, wir kommen jetzt Konjunkturprogramm von mehreren 100 Milliarden Dollar. Und wenn ich nochmal daran erinnern darf, manche von Ihnen kennen ja David Rosenberg, ist ja ein bekannter Volkswirt aus den USA, arbeitet derzeit bei der kanadischen Bank Luskin Chef, war früher bei Mary Lynch jahrelang und dort Chefvolkswirt für die USA jahrelang und in den ganzen Analysten-Rankings Jahr für Jahr ganz oben. Und der hat jetzt vorgestern, in den vergangenen Tagen, ein Konjunkturprogramm oder ein Infrastrukturprogramm vielmehr in Höhe von mehreren Billionen Dollar für die USA gefordert. Alles durch die Notenpresse finanziert. Er schreibt ganz klar Helikoptergeld. Dann kann ich auch nur jedem raten, geben Sie mal ein bei der Suche. David Rosenberg und Helikoptergeld und Infrastrukturprogramm, dann finden Sie es. Und das, was er da aufzeigt, das ist genau meine Meinung, um die schwache US-Konjunktur anzukurbeln, brauchen wir das mehrere 100 Milliarden und dann stört es die Leute auch nicht, dass das alles kreditfinanziert ist. Das Einzige, was ist natürlich, die Leute machen sich deswegen Sorgen, wenn jetzt diese massiven Konjunkturprogramme kommen in den USA, dass das natürlich die Inflation anheizt, das wird es natürlich absolut tun, und dass es anschließend zu Zinserhöhungen kommt. Und da ist, glaube ich, der Fehler, den mancher Investor macht oder eine Fehleinschätzung, dass es eben zu den Zinserhöhungen genau nicht kommen wird. Es wird genau meiner Meinung nach zu einer deutlichen Beschleunigung der Inflation kommen. Wir waren ja von August, September ist ja die US-Inflation schon von 1,1 auf 1,5% nach oben gehüpft, was vor allem an den steigenden Ölpreisen liegt. Und wenn der Ölpreis in den nächsten Wochen und Monaten weiter steigen sollte, dann werden wir schnell bei der Marke von 2% sein. Aber in den vergangenen Wochen haben etliche der Notenbankgouverneure, wie sie alle heißen, Rosengren und Yellen selbst gesagt, dass sie eigentlich durchaus zulassen werden, wenn die Inflation kurzfristig überschießt. Also meiner Meinung nach wird die Fed eben genau nichts tun, wenn die Inflation überschießt. Und ich bezweifle weiterhin, ob es im Dezember zu einer Zinserhöhung kommt. Ich weiß durchaus, dass die Wahrscheinlichkeit hierfür aufgrund des Fed Fund Futures Marktes bei 70% ist, das weiß ich durchaus. Nur ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir hatten schon einen kräftigen Zinsanstieg in den vergangenen Wochen und Monaten. Die 10-jährigen Zinsen in den USA waren im Juli noch so im Allzeittief bei 1 oder Rekordtief bei 1,35. Aktuell sind wir bei fast 1,8%. Das heißt, wir hatten innerhalb weniger Monate von 4, 5 Monaten einen Zinsanstieg um fast 50 Basispunkte. Und das bremst meiner Meinung nach die Wirtschaft enorm. Und dementsprechend, je stärker der Zinsanstieg vor der FED-Sitzung am 14. Dezember ist, umso weniger muss die Yellen die Zinsen erhöhen, weil es einfach diese Bremswirkung, die sie sich angeblich wünscht von den Zinsen, diese bereits erreicht wird, indem die Zinsen in den vergangenen Wochen und Monaten gestiegen sind. Und wie gesagt, wenn so kommen sollte, wie ich erwarte, dass Trump Präsident wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann Yellen ihn mit einer Zinserhöhung begrüßen wird. Man darf nicht vergessen,
Das Amt, die Amtszeit von Janet Yellen läuft im Frühjahr nächsten Jahres aus. Entschuldigung, 2018. 2018, also quasi ein Jahr später. Entschuldigung, 2017. Und ich kann mir nicht vorstellen, jetzt, ich glaube, jetzt verwechselt, aber muss ich noch mal kurz drüber nachdenken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass glaube, dann... Ich glaube, sie ist bis 17 dran, aber das ist ja die Frage, 2017, ob aber sie kann nicht, aber sie kann nicht dann erwarten, dass Trump ihre Amtszeit verlängert, wenn sie tatsächlich dann ihn jetzt gleich mit einer Zinserhöhung begrüßen sollte. Also das können wir, glaube ich, wirklich schnell vergessen. Und man muss wirklich warten. Also meiner Meinung nach gibt es absolut keine Zinserhöhung am 2. November. Klar, so kurz vor der Wahl, keine Zinserhöhung. Und ob die am 14. Dezember kommen wird, da mache ich nochmal ein großes Fragezeichen. Ich möchte auch nochmal sagen, was ein ganz klarer Belastungsfaktor ist. Und ich lasse dich jetzt auch gleich reingrätschen, was ich auch ganz stark im Moment im Auge behalte, ist Dollar-Renminbi, dass einfach der Renminbi so stark abwertet und das bedeutet einen enormen Gegenwind für die US-Wirtschaft, starker Dollar belastet die US-Wirtschaft und ich denke, die chinesische Notenbank signalisiert ganz klar an die US-Notenbank, hör auf, mit diesem Gedanken zu spielen, die Zinsen zu erhöhen und wir werten den Renminbi immer weiter ab und dementsprechend signalisiert die chinesische Notenbank, überlegt euch zweimal, ob ihr die Zinsen erhöht und ich denke, darüber sollte die Yellen gut nachdenken. Bitte, Daniel. Ich habe gerade in der Zeit mal in die Fragen reingeschaut, Egmont, denn da kommen einige Einwände und zwar denkt doch einmal an die Frauen, schreibt jemand. Das ist wahrscheinlich nicht auf mich gemünzt, sondern auf Trump. Das tun wir doch immer. Das tun wir immer, genau. da schreibt einer, Trump geht in die Pennsylvania Avenue, aber in sein neues Hotel. Ein Link von Markus Koch zu Trump gibt es noch, den pushe ich euch nachher auf unsere Seite, als Kommentar mache ich. Fox News ist vor Trump, ja natürlich, und der Wetteinsatz, ja den haben wir schon ausgebaldobert eben, das ist der 100er quasi. Aber ich möchte noch was hinzufügen, Egmont, was glaube ich bei den Zinsen noch ganz wichtig ist. Da kam mir in den letzten Tagen auch so zwischen den Zeilen was ich durchaus interessant fand, nämlich James Bullard hat ja gesagt, so ja, also mit den Zinsen Erhöhung gut und schön und er ist ja auch stimmberechtigt, aber man könnte jetzt nicht davon ausgehen, dass wir über die nächsten Jahre deutlich stärkere Zinsen sehen, sondern wir haben die nächsten 2-3 Jahre relativ schwache Zinsen nach wie vor. Und ich glaube ja nach wie vor, dass das, was hier auf unserer Präsentation ist, die ich dann nochmal groß mache, so, jetzt wollte ich eigentlich in den Vollmondmodus, das geht doch normalerweise hier. Okay, warum macht er das jetzt nicht? Egal, vielleicht werden, macht nichts. Vielleicht, während du das suchst, sage ich vielleicht kurz was zu den Zinsen. Ich hatte es Ihnen ja schon wiederholt vorgerechnet. Die US-Notenbank kann meiner Meinung nach nicht die Zinsen anheben. Die US-Wirtschaft hat insgesamt 65 Billionen Dollar Schulden. Also wenn ich Staat, private Haushalte und Unternehmen außerhalb des Finanzsektors zusammenrechne, das sind 350% der Wirtschaftsleistung. Wenn jetzt die Zinsen auch nur um 100 Basispunkte steigen, bei den 65 Billionen sind es 650 Milliarden zusätzliche Zinsbelastung für die US-Wirtschaft pro Jahr. Das sind 3,5% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, wenn es zu einem Zinsanstieg um nur 100 Basispunkte käme in den USA, was ich für völlig unvorstellbar halte, ist die US-Wirtschaft sofort in einer schweren, in einer tiefen Rezession. Das kann die Fed auf keinen Fall zulassen. Das heißt, wenn die Zinsen in den USA weiter steigen sollten, weil auch gerade so wie es letzten Monat war, China massiv US-Staatsanleihen verkauft, weil einfach China Geld braucht wegen der Abwertung und so weiter, des Renminbi und so weiter. Wenn das so weitergeht, dann wird meiner Meinung nach die Fed viel eher QE4 starten, als mancher das erwarten kann. Die Fed kann nicht zulassen, dass die Zinsen auch nur um 50 Basispunkte steigen, weil es dann sofort Rezession ist in den USA. Und wie gesagt, die Wirtschaft ist jetzt ohnehin schon sehr schwach. Die Prognose für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 ist bei nur 1,5%. Das ist der niedrigste Wert seit der 2009er Schuldenkrise und es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um die Zinsen zu erhöhen. Und deswegen werden wir jetzt einfach ganz genau schauen, am kommenden Freitag um 14.30 Uhr, wenn in den USA die Daten zum Wirtschaftswachstum für das Q3 bekannt gegeben werden. Die Volkswirte prognostizieren ja, dass das Wachstum auf 2,7% annualisiert nach oben schießen soll. Der annualisierte Wert, wissen Sie ja, wird berechnet, indem er die Veränderung gegenüber dem Vorquartal mit dem Faktor 4
multipliziert, also quasi eine dynamische oder eine starke Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, nachdem die im Q2 das Wachstum nur bei 1,4% annualisiert gelegen hatte. Und ich gehe davon aus, dass der Wert deutlich unter 2% sein wird. Die Notenbank von Atlanta ist bei 2%. Die sind auch mal im August mit 3,7% gestartet fürs Q3, für die US-Wirtschaft. Woher der Optimismus kommt, ist mir immer unbegreiflich, sage ich auch ganz offen. Die Notenbank von Atlanta sagt 2% annualisiert für das Q3 und ich sage deutlich weniger als 2%. Ob ich richtig liege oder nicht, am Freitag um 14.30 Uhr wissen Sie alle Bescheid. Bitte, Daniel. Was ich noch erstaunlicher finde bei den Prognosen zum Wirtschaftswachstum, und eins darf man nicht vergessen, das, was auf die Inflation zutrifft in Sachen Basiseffekt, den wir ja sehen bis nächstes Jahr, sagen wir mal März, April, dann wirst du ja bei der Inflation wieder deutlich schwächere Zahlen sehen. Es sei denn, der Ölpreis klettert immer weiter, wovon ich nicht ausgehe. Da wird schon irgendwann der Deckel drauf sein und dann klettert sich das ja wieder. Dann fällt der Inflationstreiber weg. Das weiß ja auch Draghi. Das hat er ja so indirekt gesagt. Das trifft auch auf die USA zu. Was aber durchaus interessant ist, wenn du natürlich steigende Ölpreise hast, dann hast du natürlich als Konsument noch ein bisschen weniger Geld in der Tasche. Deswegen glaube ich eigentlich, dass das Wirtschaftswachstum in den nächsten Monaten in den USA dann eher unter Druck bleiben wird, denn nach oben ziehen. Und dann, das spricht eigentlich meiner Ansicht nach dann wirklich auch für dich, dass die Zinserhöhung im Dezember, wenn überhaupt, die letzte ist erstmal. Und wie gesagt, diese 70% ist es bis Dezember ja noch ein bisschen hin. Da kann ja noch ganz gut was wackeln. Und es wäre nicht das erste Mal, dass die Märkte, die ja so schlau sind und vor allem die ganzen Experten, die sich immer äußern und Fondsmanager und wie sie alle heißen, Zinserhöhungen prognostizieren und kommen dann doch nicht. Ich glaube, wenn ich in den letzten 5 Jahren für jede prognostizierte Zinserhöhung alleine von den Profis von PIMCO 100 Euro bekommen hätte, dann könnte ich jetzt schon mal nach Australien fliegen. Allein aufgrund nur von PIMCO. Ich weiß nicht, wie viele Zinserhöhungen die prognostiziert haben, die Burschen. Erinnere ich letztes Jahr im Oktober sehr gerne dran, war ich an dieser Runde mit meinem lieben Kollegen Christian Kirchner von Capital. Und dann sagte der Kollege von PIMCO ja, dass er bis Ende 2016 6 Zinserhöhungen erwartet. Und dann sagte ich ja noch zu Christian, ich will die Drogen auch haben, die der nimmt, das muss gutes Zeug sein. Das war wirklich extrem schräg. Aber ja. Vielleicht widerspreche ich dir nochmal, was das Thema US-Öl angeht. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ein steigender Ölpreis gut ist für die US-Wirtschaft, weil er die Investitionen in den USA ankurbelt. In dem Jahr ist es ja so, dass die weltweiten Investitionen im Ölbereich so um 25% gegenüber dem Vorjahr kollabieren werden, quasi einbrechen werden. Das wäre das zweite oder sogar das dritte Jahr in Folge, wo die Investitionen der Ölindustrie sinken, das zweite Jahr in Folge. Und sowas gab es ja quasi das letzte Mal vor 20, 25 Jahren. Und wenn der Ölpreis weiter steigen soll, ist es meiner Meinung nach positiv für die US-Wirtschaft, weil einfach die Ölindustrie weiter investiert und alle Branchen, die dann dranhängen, sei es die Autoindustrie, die Truckindustrie und so weiter, der Hausbau davon profitieren. Also für mich ist ein steigender Ölpreis positiv für die US-Wirtschaft. Und deswegen, ich habe mir es heute nochmal angeschaut, zum Beispiel heute wieder Ölpreis um 16.30 Uhr, die Daten in den USA sind veröffentlicht worden. Plötzlich hatten wir einen Rückgang bei den Öllagervorräten und zwar ja eigentlich ein Anstieg erwartet worden. Das heißt, der Ölpreis erholt sich kräftig und in dem Moment fängt der S&P sofort das Steigen an. Kann man die zwei Charts, kann man heute um 16.30 Uhr kann man übereinander legen, dann sieht, die laufen quasi 1:1. Das heißt, wenn es dazu kommen sollte, dass der Ölpreis in den nächsten Wochen und Monaten weiter steigen sollte, weil die OPEC sagt, wir kürzen die Produktion oder sonst irgendwas, dann denke ich mir, dass das eigentlich eher Rückenwind geben sollte dem S&P 500. Und was den S&P 500 bremsen würde, ist, wenn wir einen weiteren Anstieg der Zinsen hätten, das würde den S&P eher bremsen. Bitte, Daniel. So, jetzt hatte ich mich ganz kurz stumm gemacht, wollte nämlich mal ganz kurz die Indizes auch zeigen. Das machen wir hier auch mal. Können wir vielleicht auch mal, wenn wir schon dabei sind, auf die Wohler gucken, die er jetzt gerade irgendwie nicht aufrufen will. Aber ich glaube, ich bin rausgeflogen oder so. Das scheint mir so. Das haben wir auf jeden Fall gleich. Moment, mache ich dann erst noch mal den Gedanken zu Ende geführt in der Präsi. Und zwar, das sind wir nämlich hier, denn mit einer These kann ich, die teile ich nämlich nicht, wenn wir nochmal zurückkommen auf den Ölpreis und auch auf das, was die Leute an Geld zur Verfügung haben in den USA und die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen, sind wir aber auch gleichzeitig wieder bei der Wahl. Denn es heißt immer, it's the economy stupid. Das hat ja Bill Clinton damals etabliert, dieses geflügelte Wort. Und meiner Meinung nach ist das hier, ich weiß nicht, woher das ist, könnte Süddeutsche sein oder Zeit vom Schriftbild,
weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat es der Ersteller der Präsentation tief in der Nacht gemacht, wie ich sehe. Aber egal, da steht, it's not the economy stupid. Das glaube ich eben nicht, was da Christoph von Marschall schreibt, der Autor. Ich glaube, es ist sehr wohl die economy stupid, denn dass es die ist, das sieht man ja gerade an den Leuten, die Trump wählen. Denn wenn es nicht die economy wäre, dann könnten sie ja theoretisch auch Clinton wählen oder wenn die Economy super in Schuss wäre, könnten sie Clinton auch wählen, aber sie wählen ja Trump gerade, weil es die Economy ist und sie sagen, ja, die ist blöderweise nämlich ziemlich mau und ich habe so einen Kommentar geschrieben für NTV gestern, da ging es darum, um dieses Wort postfaktisch und wie sich das auch auf Wahlen auswirkt und ich glaube, dass das gerade natürlich auch so Rechtspopulisten ganz stark in die Hände spielt, wenn man immer wieder diese Zahlen rauskramt und den Leuten die als die echten Zahlen verkauft und so tut, als wäre alles gut. Weil wenn ich in den USA sage, ich habe 4,9% Arbeitslosenquote und gleichzeitig irgendwelche Fettbanker rausgehen und sagen, unser größtes Problem, unsere größte Sorge ist Vollbeschäftigung. Das Statement hatten wir noch im Juli und August. Dann wähle ich natürlich aus Trotz meiner Ansicht nach Trump und genauso wähle ich natürlich in Deutschland möglicherweise aus Trotz die AfD, wenn mir Leute verkaufen wollen, eigentlich läuft alles super rund und es ist alles total klasse und wir haben eigentlich auch in Deutschland beinahe Vollbeschäftigung und so weiter. Da kann ich natürlich den Bäckermeister verstehen, der irgendwie am Ende netto 6 Euro da liegen hat und sagt, nee, bei mir ist irgendwie keine Vollbeschäftigung. Das mag sein, dass in den Sphären, in denen sich Hillary Clinton bewegt, in denen sie übrigens auch Trump bewegt, wollen wir auch mal sagen, dass da natürlich irgendwie alles rosarot ist und dass da alles prima ist. Aber gerade eben die Überflugstaaten in den USA, die sind's und die führen dann zu Trump. Und insofern ist es doch die Economy stupid. Und das werden wir auch nächstes Jahr meiner Ansicht nach in Frankreich sehen, dass es die Economy ist. Denn auch die Franzosen sind sehr unzufrieden, merken, dass wenig vorwärts geht. Und das werden wir unter Umständen auch in Italien sehen, bei denen die Economy nämlich der Bankensektor ist und die sich möglicherweise sagen werden, ey, Moment, das kann nicht sein, dass wir hier nach der Lehman-Pleite 8 Jahre später immer noch drüber reden, dass die Bankenkrise unser größtes Problem ist und das könnte auch passieren, dass Matteo Renzi da abgestraft wird. Also ich halte dagegen bei diesem Artikel. Ich glaube, it's the economy stupid und so wird auch gewählt. Nichtsdestotrotz Clinton. Sage ich am Ende knapp für Clinton. Wie siehst du das mit the economy stupid? Danke. Michael Moore hat ja ganz klar gesagt, in dem Interview, das ich Ihnen wirklich nochmal ans Herz legen möchte, spiele an auf eine Rede, die Donald Trump gehalten hat im Ford-Werk in Detroit, irgendwo in Michigan oder wo das war, wo er quasi den Managern von diesem Ford-Werk ganz klar gesagt hat, wenn ihr wirklich vorhabt, dieses Werk hier zu schließen und hinter die Grenze nach Mexiko zu verlagern, dann werden wir anschließend auf die Autos, die Ford-Autos, die ihr anschließend in die USA einführt, 35% Einfuhrsteuer drauflegen und niemand wird das Auto kaufen. Und da spricht man natürlich den ganzen Autobauer und so weiter aus dem Herzen, all die Leute, die ihre Jobs aufgrund der Globalisierung verloren haben, weil sie einfach nicht wettbewerbsfähig waren, aus welchem Grund auch immer, weil einfach die Manager gesagt haben, okay, wir müssen unsere Produktion ins Ausland verlagern, um Kosten zu senken und so weiter, all die Themen, was ich auch teilweise nachvollziehen kann. Und wenn so jemand wie Trump das sagt, sowas hat es ja im Endeffekt noch nie gegeben, wenn man ganz ehrlich ist. Sowas würde nie Clinton sagen, so hat noch nie jemand mit den Managern gesprochen. Und das spricht einfach den Leuten aus dem Herzen, die ihre Jobs verloren haben, die jetzt mit schlecht bezahlten Jobs zu Mindestlöhnen über die Runden kommen müssen. Und ich denke einfach, der Frust vieler Amerikaner und die wollen jetzt einfach, dass dieses System, wo die Medien einfach so eine Dominanz haben und so weiter, die wollen und wo sie das Gefühl haben, dass das System einfach korrupt ist und längst nicht zu ihrem Vorteil ist. Also viele Amerikaner können einfach nicht verstehen, dass die Mieten einfach jedes Jahr 5, 6, 7, 8% steigen müssen. Die finden es einfach nicht gut. Die Fed hat halt wie verrückt gedruckt und jetzt steigen halt die Dings. Und wenn man sich jetzt Obamacare anschaut, es gibt ja Videos zu dem Thema Obamacare, also diese Krankenversicherung für die Schlechtverdiener in Amerika, die quasi vorher keine hatten, wo Trump quasi all denen, die sich da einschreiben, versprochen hat, dass die Krankenversicherungsbeiträge um $2,500 pro Jahr pro Familie niedriger liegen soll als vorher. Und jetzt haben die Jahr für Jahr Steigerung bei Obamacare 10, 20, 30, 40%.
Und jetzt für nächstes Jahr sind auch massive Steigerungen wieder bei Obamacare angekündigt. Das heißt, all die Wähler, denen er jetzt eigentlich eine Krankenversicherung beschert hat, die schwitzen jetzt natürlich Tag und Nacht, weil denen ihre Beiträge in die Höhe schießen. Ich meine, meiner Meinung nach ist das irgendwie quasi ein Menschenrecht, dass jeder eine Krankenversicherung hat, klar. Aber wenn man irgendwie Mindestlohn in den USA bekommt und dann jedes Jahr die Krankenversicherungsbeiträge über Obamacare 20-30% steigen, das gefällt einem dann doch nicht. Und all das sorgt für diesen Frust und sorgt für die Unzufriedenheit. Und wenn man sich die Wahlveranstaltung anschaut bei Trump, sind die einfach gut besucht und da sind einfach eine Menge Leute. Und wenn man sich vergleichbare Veranstaltungen bei Clinton anschaut, die sind halt einfach schlecht besucht, da ist schlechte Stimmung und da hat man nicht das Gefühl, dass da jetzt die Bereitschaft ist, die Clinton zu wählen. Also weil Clinton steht ja einfach für das Weiter-so. Clinton steht für das Weiter-so, für die Wall Street, für das ganze System, für die Banken. Wir machen einfach Weiter-so. Und in dem Umfeld kann man auf keinen Fall sagen, Weiter-so. Das ist der größte Fehler, den man, glaube ich, in dem Umfeld machen kann. Daniel. Deswegen bleibe ich ja dabei. Bernie Sanders wäre für die USA das größte Geschenk der letzten 20 und der nächsten 20 Jahre gewesen. Und dass sie den Mann nicht gegen Trump aufgestellt haben, da hätte er nämlich wirklich sehr gute Chancen gehabt und ihm die Chance gegeben haben, das Land wirklich zu reformieren, weil Trump wird es nicht reformieren. Trump ist eine Luftblase und einfach nur jemand, an dem du deinen Frust sozusagen abladen kannst und der das Land für dich nach außen trägt, aber der dich natürlich nicht progressiv nach vorne bringt. Aber wer sich das Programm von Bernie Sanders angeguckt hat, der sieht, was da für eine Chance vertan wurde. Und ich finde es aus Sicht der Amerikaner natürlich ein Desaster, dass sie den nicht nominiert haben und dass er nicht drankommt. Es war meiner Meinung nach auch kein linkes Programm. Das war eigentlich ein Programm, was Sanders aufgestellt hat. Das war ursozialdemokratisch, so wie früher auch in Deutschland mal Sozialdemokratie funktioniert hat. Und so wie heute auch meiner Ansicht nach die SPD vielleicht wieder eine Wahl gewinnen könnte, wenn sie einfach ein sozialdemokratisches Programm aufstellt. Vielleicht mal überlegt, dass sie die Leute, die unten hart arbeiten, entlastet. Und sich mal erinnert, wo der Spitzensteuersatz bei Helmut Kohl lag und vielleicht auch mal die mehr als 500.000 haben oder so pro Jahr, mal richtig zur Kasse bittet und nicht ein Copy-Paste-Programm der CDU auflegt. Das wäre halt auch die Chance gewesen, meiner Ansicht nach, in den USA mit Sanders. Und meiner Meinung nach wäre es auch übrigens für die Wirtschaft langfristig wesentlich besser. Denn ich glaube nicht eben, dass diese Konzentration von A, Geld bei wenigen, aber B, auch Geld bei wenigen Firmen. Diese ganze Übernahmeszenario, das wir momentan haben, das ist meiner Meinung nach für die Wirtschaft auch nicht gut. Denn wenn du nur noch Oligopole hast am Ende, bringt dir das vielleicht für diese wenigen Firmen ein starkes Einkommen und du kannst natürlich eine marktdominierende Stellung ausüben. Aber wenn du überlegst, was das bedeutet für Innovation und so weiter, ist das ganz, ganz schlecht. Das berichten übrigens auch Leute, wenn du dich mit Leuten aus der Technologieszene unterhältst, die sagen, dass diese hohe Cash-Position, die Apple hat, die aber auch Google haben und so weiter, die sind ganz schlecht für junge, innovative, kleine Firmen, weil die einfach mit ihrem riesen Geldbeutel kommen. Apple hat ja, glaube ich, auch vorletztes Jahr, da gab es ja eine Firma in München, die sie gekauft haben, sehr vielversprechend, die schütten die mit Geld zu, dass du sagst, okay, meine Bude ist vielleicht jetzt theoretisch 20 Millionen wert, da kommt Apple, sagt 150 an mich und dann ist die vom Markt. So, und dann hast du natürlich ganz, ganz viel an Innovationskraft vergeudet, wenn du das zulässt, dass immer mehr diese Oligopole entstehen. Und ich glaube, dass die Politik, die gemacht wird in den USA und auch in Europa, in Deutschland auch speziell, immer mehr zu diesen Oligopolen hingeht und die Kleinen wegdrängt. Im Grunde genommen ist es eine gesamtwirtschaftliche Politik, wie man sie auch in der Landwirtschaft jahrelang gemacht hat. Immer weg von den kleinen Einheiten zu den großen und was das in dem Sektor bewirkt und für den Konsumenten zur Folge hat, da braucht man nur mit Landwirten oder mit Leuten zu reden, die sich mit Ernährung und so weiter auskennen. Also, wäre eine große Chance. Ja. Okay, Entschuldigung. Ich wollte nicht unterbrechen, bitte. Gut, dann sage ich vielleicht auch noch ein paar Sachen, wenn ich darf. Das eine ist ja, wir unterhalten jetzt schon eine halbe Stunde über die US-Wahl und haben noch nicht gesagt, dass Hillary Clinton, ich kann es fast nicht aussprechen, heute Geburtstag hat, ne? 69. Geburtstag. Also von uns beiden alles Gute, würde ich sagen, Daniel, oder? Ich sag mal so, den Riesenwitz, die ist eine alte 69erin. Oh, hoffentlich war das politisch korrekt. Und wie gesagt, vielleicht noch ein, zwei Themen zu dem Thema Übernahmen einmal. AT&T will ja jetzt Time Warner übernehmen. Das ist für mich auch ganz klar ein Hinweis, dass einfach das Geld viel zu billig ist, dass man einfach die Übernahme nichts kostet, die Zinsen bei Null sind, sonst sollte es auch nicht gar nichts hin. Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich riskanter Deal und die Tatsache, dass
der Aktienkurs von Time Warner meilenweit, also der ist ungefähr bei 87 Dollar, meilenweit von dem Übernahmeangebot von AT&T weg ist. AT&T bietet ja 107,50, zeigt ganz klar, dass dieser Deal nicht zustande kommen wird. Die Börse weiß es ganz genau. Und Donald Trump hat ja gesagt, wenn er an die Macht kommen sollte oder wenn er der neue Präsident werden sollte, dann wird ein Deal garantiert nicht zustande kommen. Und es ist AT&T, die Übernahme von Time Warner durch AT&T. Da bin ich natürlich auch seiner Meinung, weil es natürlich keinen Sinn macht, die Medienmacht mit einer Telekom-Firma zu kombinieren. Und dann sind wir genau wieder Richtung Oligopol, Monopol, je nachdem, wie man es alles nennen will, Oligopol. Genau. Vielleicht das andere Thema, was ich weiterhin noch sehr spannend finde oder wichtig finde, man muss sich einfach eine klare Vorstellung machen, eine klare Vorstellung, wie es bei den Zinsen in den USA weitergeht. Wenn mal weiter die Konjunkturdaten so reinkommen und die Zinsen weiter steigen, dann werden die Leute vielleicht darauf spekulieren, dass sie noch weiter steigen. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, dass die Zinssteigerungen nicht mehr lange weitergehen. Einfach, wenn Sie sich heute die Konjunkturdaten aus den USA anschauen, klar, so ein paar weiche Daten, ich nenne die immer weiche Daten, Einkaufsmanager, Indizes und was weiß ich, sind etwas über den Erwartungen. Zum Beispiel heute der Einkaufsmanager-Index von der englischen Research-Firma Market für den Dienstleistungssektor der USA war deutlich, deutlich über den Erwartungen. Woher immer diese bullische Stimmung kommt, kann ich mir absolut nicht erklären. Und dann steigt der Dollar kräftig und alle erwarten noch eher Zinserhöhungen und so weiter. Und wenn man sich dann die anderen Daten, also die harten Daten, von den harten Daten, die tatsächlichen Daten, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und so weiter anschaut, die sind einfach schwach, sind wirklich verheerend. Wenn man sich die Daten von heute anschaut zu den Häuserverkäufen, bei den neuen Häusern, die waren meilenweit unter den Erwartungen. Die Daten für die vergangenen Monate, Juli, August, September, kräftig nach unten korrigiert. Und wie gesagt, dementsprechend ist die US-Wirtschaft bei weitem nicht so stark, wie sie aussieht. Und vor dem Hintergrund kann ich nur an Yellen appellieren, dass sich wirklich, wirklich gut überlegt, dass sie da einfach weiter zuschaut. Wenn die Zinsen um 50 Basispunkte steigen, ich kann sie nochmal vorrechnen, dann haben sie um ungefähr 180 Milliarden Zinsanstieg und das wäre gar nicht gut für eine US-Wirtschaft. Die US-Wirtschaft kann keinen Zinsanstieg um 50 Basispunkte verkraften, das kann sie auf keinen Fall. Ja, und deswegen denke ich auch, dass es nicht lange so weitergehen wird. Und in dem Moment, wo der Druck nachlässt und die Leute merken, okay, es kommen massive Konjunkturprogramme, was positiv ist für die Wirtschaft, dann denke ich, dass das den Aktienmarkt eigentlich unterstützen könnte nach einer kurzen turbulenten Phase. Bitte, Daniel. Genau, Egmont. Ich habe übrigens nochmal hier gefunden, worauf du hinaus wolltest heute Nachmittag, nämlich Ölpreis. Hatte ich dir versprochen, habe ich mich nochmal eingeloggt. Deswegen sehen wir das jetzt hier. Das hattest du gemeint, ne? Der massive Anstieg am Nachmittag, genau. Lagerbestände. Genau. 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 Sehen wir auch bei Brent ein ähnliches. Können wir hier mal auf 15 Minuten gehen. Same, same, but different. Also hochgeschossen und dann wieder etwas korrigiert, aber dann auf jeden Fall ein guter Tag insgesamt. Und dann kannst du auch noch gleich zeigen, ob eventuell der S&P 500 auch gleich ein bisschen nach oben gehüpft ist nach den Daten, dann kann man es wirklich gut nachvollziehen. Also der Aktienmarkt sieht es wirklich positiv, steigende Ölpreise. Ich denke, da sieht man dann auch so ein bisschen den Hüpfer. Du hast das ja immer gut. Du hast ja immer das gut im Griff. Genau, bitte. Genau, das sieht man da. Jetzt kamen aber schon die ersten Fragen, und zwar rund um diese Wahl, was denn dann am Ende ist mit Gold und Silber, Egmont. Gold kann man uns vielleicht mal angucken. Wäre da deine Ansicht, also normalerweise Szenario müsste ja sein, Zinsen, wenn überhaupt eine Erhöhung Anfang Dezember, möglicherweise wird die noch ausgepreist, keine 2,17. Dollar damit jetzt schon eigentlich, so ist jedenfalls meine Ansicht, bei 1,08, da wo er maximal hin kann. Ich sehe die Parität immer noch nicht. Das heißt, im Umkehrschluss Umfeld, um sich bei Gold einzudecken, jetzt gut, wenn ich Gold haben will, müsste ich jetzt langsam Positionen aufbauen. Spricht da irgendwas dagegen oder siehst du es ähnlich? Ich denke, dass der Goldpreis allmählich die steigende Inflation wittert. Der wittert, wir haben deutlich steigende Inflation in den USA gehabt. In England, Großbritannien ist die Inflation letztens deutlich nach oben geklettert, was natürlich vor allem an dem schwachen Pfund liegt. Deutlich Anstieg auch in der Eurozone. Auch in Deutschland haben wir jetzt, je nachdem natürlich noch nicht so ein hohes Niveau, aber doch mal ein 0,5% Inflation, ein deutlicher Anstieg über die vergangenen Monate. Und es wittert der Goldpreis jetzt allmählich. Und er wittert natürlich auch, dass jetzt Konjunkturprogramme kommen
dürften mit hoher, meiner Meinung nach mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen dürfen, in den USA, in Italien, in Frankreich, in Spanien, egal wo sie schauen, die kommen. Und das ist natürlich alles, diese zusätzliche Geldschwemme, diese zusätzlichen Schulden sind natürlich absolut positiv für Gold. Und insofern bin ich da weiterhin positiv. Ja, einfach wenn diese Zinssteigerung nicht weitergehen in den USA, sondern es eher dazu eine Beruhigung kommt und den Investoren allmählich klar wird, ja, die Yellen redet zwar ständig von irgendwelchen Zinserhöhungen, aber selbst wenn die Inflation überschießt, sie wird die Zinsen nicht erhöhen. Sie wird nicht erhöhen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, sie hat zuletzt gesagt, wir brauchen eine Hochdruckwirtschaft. Das heißt nichts anderes außer stark steigende Inflation. Ne? Wer ein bisschen Englisch versteht, ist das klar. Stark steigende Inflation. Und auch Mark Carney von der englischen Notenbank hat ja zuletzt das gleiche gesagt. Er wird bei einem Überschießen der Inflation nichts übernehmen. Das heißt, die Notenbanker sagen ihm ganz offen, wir heizen die Inflation an, aber wir unternehmen nichts dagegen. Und das ist natürlich das absolute gute Umfeld für Gold und deswegen bleibe ich da weiterhin positiv. Und man muss sich heute Abend einfach mal die Zahlen anschauen, die jetzt Barrick Gold, Newmont Mining, ich glaube, die sind beide heute oder morgen dran, legen Zahlen offen nach, da erwarte ich gute Zahlen, die senken weiter die Kosten, verdienen in dem Umfeld gut Geld und ich denke gerade die Goldförder dürfen in den nächsten Monaten sich deutlich erholen, wenn dieses Szenario, wie ich es erwarte, eintrete. Bitte, Daniel. Genau, ich glaube, die hat Ariondo nicht drauf, aber ich kann ja mal kurz auf den Kurs schauen, denn das wäre in der Tat so die optimale Mischung, wenn man auf Gold und den Aktienmarkt setzt. In den kommenden Monaten ist natürlich Barrick und seinem Hebel ganz vorne dabei. Und dann natürlich als, ist nicht der kleine Bruder, aber als gehebelter Bruder von Gold. So, jetzt kann man mal gucken. Das muss ich jetzt hier auch noch alles Mögliche zustimmen. So, leicht im Minus heute in Euro. Also ging ein kleines bisschen abwärts, aber nicht so viel. Wir können es aber trotzdem auf ein Jahr anschauen. Da sieht man, wir haben diesen massiven Anstieg gehabt seit Januar, das wissen alle, bei knapp 8 Euro und sind dann, oder bei rund 7 Euro, wenn wir es mal so sagen, sind dann hoch auf über 20, mehr als 20, verdreifacht und haben das jetzt korrigiert, wieder ein Drittel davon war nämlich bei der 14 im Tief. So viel mal zu Barrick. Egmont, eine weitere Aktie, die ich sehr bemerkenswert finde und die auch zur US-Wahl passt, ist Aixtron, denn mir war gar nicht bewusst, dass das eine US-amerikanische Firma ist, erst hieß es, Sigma Gabriel hat diesen Deal gestoppt und jetzt auf einmal steckt dahinter der US-Geheimdienst. Also das ist interessant. China möchte gerne eine deutsche Firma kaufen und die CIA sagt, vermutlich, wie sie das so gerne tut, mit Nachdruck, nö, das lassen wir mal schön bleiben, weil die könnten ja irgendwas daraus bauen, die Chinesen, da gibt es gewisse Teile. Das erinnert mich ein bisschen daran, dass die Amerikaner BNP vorschreiben, ob sie mit dem Iran Geschäfte machen dürfen, ja oder nein, aber gleichzeitig die USA in den Irak marschieren und da eine Lex Monsanto etablieren, die wir letzte Woche gezeigt haben. Wer das nicht glaubt, kann gerne mal gucken, Irakkrieg, Lex Monsanto, einfach mal googeln. Die haben ja da festgelegt, dass sie, als sie in den Irak sind, quasi das Saatgutsystem da revolutionieren dürfen und mit keinem anderen Zweck, als da mittelfristig Monsanto zu etablieren. Also keine Verschwörungstheorie, sondern nachprüfbar. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr erstaunlich. Also man stelle sich das mal vor, ohne dass ich jetzt irgendwie Dirk Müller nacheifern will, aber ich glaube, das ist es, was auch viele Leute wütend macht. Man stelle sich einfach mal vor, Russland würde gerade mit seinem Geheimdienst den Deutschen vorschreiben und sagen, nö, Aixtron übernommen, lass das mal. Das finden wir nicht so witzig, wenn die das machen, denn China hat ein Atomprogramm und ist übrigens uns noch ein bisschen näher als den Amerikanern. Was dann hier los wäre, Russe regiert in Deutschland rein und so weiter und so weiter, bei den Amerikanern nehmen wir das irgendwie auf einmal hin. Finde ich wirklich bemerkenswert und ja, kann man einfach mal so stehen lassen. Egmont, das soll sich jetzt ein paar Monate hinziehen. Hast du eine Meinung zu Aixtron? Du hast dich ja mit der Aktie früher zu BO-Zeiten auch schon mal häufiger beschäftigt. Ja, also ich denke, nachdem sich jetzt da die Amerikaner einmischen, wird eine Übernahme zunehmend unwahrscheinlich. Ich denke, da muss man davon ausgehen. Die Frage ist eigentlich nur, wie groß das Kursrückschlagspotenzial ist. Man muss ja daran denken, der Kurs stand vor der Übernahme oder vor dem Übernahmeangebot vielmehr, so bei 4,50 Euro. Also so groß ist von der Seite, denke ich, gar nicht mal das Rückschlagspotenzial. Das andere wäre natürlich, wenn Aixtron mal wieder die Gewinnprognose oder
ja, nach unten korrigieren müsste. Vorstandschef Götzler hat ja bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August gesagt, das Umfeld ist schwierig, wir müssen über die 2017er EBITDA-Prognose nachdenken. Ja, natürlich soll es niemand überraschen, wenn das so drinsteht, dass die dann kräftig gesenkt wird. Also ich denke, ja, in dem Jahr wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ein Minus von 13 Millionen erwartet beim operativen Ergebnis, also ein Verlust von 13 Millionen. Im nächsten Jahr sollen ungefähr 6, 7 Millionen Gewinn rauskommen. Ja, da würde ich wirklich nicht drauf wetten. Das Umfeld ist schwierig. Man muss sich einfach die Zahlen der Konkurrenz anschauen. Vico und so weiter kennen Sie auch alle. US-Konkurrent, der hat jetzt auch massive Restrukturierung angekündigt, Arbeitsplatzabbau und so weiter, weil einfach, ja, das Geschäft einfach wirklich nicht läuft. Und also ich sehe eher die Gefahr, dass diese Nachricht, wenn man da eine eventuelle neue Gewinnwarnung bekäme oder eine deutliche Senkung der Prognose, dass das eher die Aktie nochmal deutlich belasten könnte und dass sich danach eigentlich erst die Sache entspannt. Also bei Ahlstrom wäre ich tendenziell noch vorsichtig, sage ich auch ganz offen. Bitte. Ich muss sagen, ich finde es wirklich, wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, Man will ja keine Ratschläge für die AfD geben oder so, aber wenn du natürlich AfD bist und irgendwie in Sachen Verschwörung gegenüber der Bundesregierung unterwegs bist, ist so ein Satz natürlich ein Elfmeter. Also den kannst du gar nicht vorbeischießen, da kannst du es nur besser machen als Leverkusen gestern. Die Amerikaner hätten laut Geheimdienstkreisen Beweise vorgelegt, sie der deutschen Seite aber nicht übergeben. Die deutsche Seite dringend darauf, die Beweise zu erhalten. Ich erinnere mich an Amerikaner vor der UNO, die auch Beweise hatten, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat, weswegen wir letztes Jahr so ungefähr 1 Million Flüchtlinge hatten. Ich bin wirklich gespannt oder gespannt in den nächsten Jahren, wie lange man sich das noch gefallen lässt von politischer Seite und oder ob man wirklich mittelfristig dazu übergeht und sagt, wir übergeben unseren freien Willen doch einfach nach Washington und dann können die doch entscheiden, was wir hier machen. Das ist wirklich schon der helle Wahnsinn. Also auch mit welchem zweierlei Maß da gemessen wird. Auch kann man ja den Schwenk gleich zu Syrien nehmen. Wenn Russland Bomben wirft, sind es böse Bomben. Wenn Amerikaner Bomben werfen, sind es gute Bomben. Das ist schon leicht absurd geworden. Und es ist natürlich umso schlimmer, dass jemand wie Putin, der da so viel Unheil anrichtet, gar nicht mehr sinnvoll kritisiert werden kann, weil natürlich das, was die Regierung macht und was auch die Presse hier macht, das ad absurdum führt, weil sie natürlich so argumentieren und eine Seite so ausklammern, dass du die andere nicht mehr kritisieren kannst. Das ist, also was im Moment läuft, ist der helle Wahnsinn und wenn man sich teilweise die Beiträge in der Welt oder so durchliest, dann kriegt man nur das Kotzen und das Grausen, beides. Es ist schon Wahnsinn und dieser Exxon-Fall ist jetzt wieder unglaublich. Also übrigens, das ganze Spionageprogramm der Amerikaner haben wir eh schon wieder vergessen. Ne? Das hat Frau Merkel beerdigt. Aber Bild gestern hat natürlich dann in einer Blitzmitteilung und im Aufmacher gefeiert, dass Obama wieder nach Deutschland kommt und noch einen Abschiedsbesuch macht. Also ja, Respekt. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich bin wahrlich kein Anhänger von irgendwie Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas. Aber das hier ist schon harter Tobak, wie man so schön sagen würde. Das Geld für den Obama-Besuch könnten wir uns, glaube ich, wirklich sparen, weil der hat ja nur gar keinen Sinn, wenn er kommt nach der Wahl, dass er Abschiedssuche macht. Das kostet uns wieder zig Millionen und macht überhaupt keinen Sinn, aber muss man wahrscheinlich alles einfach so hinnehmen als Wähler. Ja, so ist es halt. Vielleicht wollen wir noch zu Apple oder so vielleicht ein paar Einzelwerten wechseln. Ja, was meinst du? Wir können mit der Telekom vielleicht kurz beginnen. Fasse ich mal kurz zusammen. US-Geschäft läuft prima. Aktie angeschoben im Chart. Das war mir aufgefallen, beziehungsweise hatte ich als Idee auch schon reingegeben, wer sich mal auf den Chart der Telekom fokussiert. Die ist nach wie vor im DAX, die ist hier. Der sieht schon auf den ersten Blick, ich glaube, Hans-Georg hat es gestern auch im Webinar gemacht. Der ist übrigens auf der WOT mit zwei schönen Vorträgen live dabei. Kann man sich angucken. Ich hoffe, es lädt jetzt. Ansonsten muss ich mich nochmal einloggen. Auf jeden Fall, bei Franz Georg gestern kann man es nochmal viel schöner sehen. Also Telekom sieht man schön am Knacken des Abwärtstrends. Und natürlich, wenn man sich anguckt, europaweit Telekom-Titel mit Dividende, das sieht bei Telefonica, France Telekom und so nicht viel anders aus. Egmont, zu Telekom noch ein Kommentar von dir oder siehst du das ähnlich? Dividende spricht dafür, Geschäftsmodell ist solide und wird eben gekauft. Mangels Alternativen könnte man fast sagen. Die Telekom hat natürlich auch vor allem Rückenwind von dem schwachen Euro. Telekom macht ja ein Viertel des operativen Gewinns über T-Mobile USA
Und dementsprechend ist natürlich jeder Tag, wo der Euro fällt, ein guter Tag für die Telekom. Ja, und wenn man davon ausgeht, so wie ich, dass der Euro vielleicht deutlich nach unten tendieren könnte, dann wird die Telekom natürlich in Fahrt kommen, wenngleich die Aktie natürlich, wenn man das KGV und so weiter anschaut, bei weitem nicht billig ist. Das weißt du aber natürlich auch, KGV 16, 17, 18. Also schon hoch bewertet, aber wie gesagt, der schwache Euro gibt Rückenwind. Dann komme ich vielleicht gerne zu Apple. Ja, ich war in den vergangenen Wochen positiv zu Apple, wissen Sie ja wahrscheinlich, weil ich einfach immer argumentiert habe, Apple ist günstig bewertet, KGV von, was weiß ich, knapp 13, bereinigt um den Netto Cash sogar KGV 10. Jetzt hat Apple mit den Quartalszahlen etwas enttäuscht. Die Durchschnittspreise beim iPhone waren etwas niedriger als erwartet. Also insgesamt gemischte Zahlen, aber ich denke, positiv ist einfach der Ausblick aufs laufende Quartal, dass der Umsatz 1-2% höher sein soll als die bisherigen Schätzungen der Analysten. Das ist, denke ich, positiv. Und natürlich hat ein paar Leute verunsichert, dass die Bruttomarge etwas niedriger sein soll, als die Analysten erwartet hatten. Aber insgesamt denke ich, dass die Stimmung für Apple einfach weiter gut sein könnte. Ich denke, die, wenn man sich die Aktie anschaut, die wird im Laufe des Tages die Gewinne oder Entschuldigung, vielmehr die Verluste zusehends abbauen. Weil einfach die Analysten und die Investoren dann schon auf das Q4 schauen, auf das Dezemberquartal, was ja bei Apple das Q1 ist, das erste Quartal, okay. Aber diese, dass der Umsatz über den Erwartungen liegen soll, da das ist, glaube ich, doch positiv. Und in den nächsten Monaten denke ich, gerade vor dem Hintergrund, dass ich große Konjunkturprogramme erwarte, das spricht natürlich indirekt dann auch für eine Firma wie Apple. Und ich denke, wenn wir diese kurze Delle ausgebaut haben oder ausgebügelt haben, dass es dann bei Apple weiter aufwärts gehen könnte. Bitte, Daniel. Okay, da haben wir dein Statement schon mal zu Apple. Ich nehme an, bei den Banken, die hatten wir weitgehend abgeschlossen, da bleibst du bei dem, was du gesagt hattest, ganz ordentlich und man sieht, dass die einfach ihr Geschäft besser beherrschen als die Deutschen. Was erwartest du für die Deutsche, wo wir schon beim Thema sind? Ja, gut, wir hatten ja jetzt so ab Mitte Juli eine Börsenerholung und davon profitiert natürlich auch die Deutsche Bank, klar, wenn ich so stark im Investmentbanking bin. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser starke Zinsanstieg ein Problem, weil natürlich das Handelsgeschäft gerade im Anleihenbereich unter Druck kommt. Also das ist nicht gut. Und wenn ich mir dann die anderen Meldungen so anschaue, dass die Deutsche Bank jetzt eventuell darüber nachdenkt, keine Cash-Boni zu zahlen, sondern dass die Mitarbeiter dann entsprechende Aktien bekommen oder Optionen oder was auch immer, das ist natürlich nicht gut, wenn man solche Nachrichten hört. Ja, und dann die Nachricht, die auch die Tage rumgegangen ist, dass eventuell Investoren Geld aus dem ETF-Bereich abziehen, ist auch nicht so schön. Also wir haben eine gewaltige Erholung gehabt, so 30% oder ungefähr, das hast du ja auch richtig vorhergesagt. Ja. Oder fast 40, okay, 35, 40, wie du es richtig vorhergesagt hattest. Also ich denke, da könnte die Erholung allmählich auslaufen. Ja, weil ich denke, die kann man nicht vorstellen, dass irgendwie die Zahlen überraschen. Also das kann ich mir irgendwie wirklich nicht vorstellen. Und dann muss man einfach gucken, was als nächstes so eine Meldung kommt. An den einen Tag höre ich, sie wollen eventuell die Postbank wieder eingliedern und am nächsten Tag höre ich, sie wollen sie verkaufen. Und dann höre ich wieder, sie wollen sie später verkaufen als geplant. Also wir hatten eine gewaltige Erholung und ja, steigende Zinsen insgesamt ist natürlich auch positiv für die Deutsche Bank. Wenn man sich die enge Korrelation zwischen dem Aktienkurs und gerade den Zinsen für 10-jährige Bundesanleihen anschaut, schauen Sie sich mal die vergangenen paar Jahre an. Also vor dem Hintergrund wäre sogar ein Zinsanstieg, wenn der weiterging in Deutschland, sogar positiv, weil natürlich die Leute dann drauf setzen könnten, ja, die Deutsche Bank hätte eventuell eine bessere Zinsmarge, einen besseren Zinsüberschuss und das wäre sogar positiv. Plus, was natürlich wichtig wäre, es wäre natürlich vor allem gut für das Derivate-Geschäft, dass einfach die ganzen Derivate, die da das hohe Engagement, das die Deutsche Bank im Derivate-Bereich hat, gerade im Anleihenbereich, dass sich da die Gegenposition oder die Partner nicht verzockt haben. Und also insofern könnte sogar ein Zinsanstieg, was das angeht, positiv sein für die Deutsche Bank. Bitte, Daniel. Okay, also warten wir die mal ab. Ansonsten haben wir schon ein paar gesehen. Wir haben ja bei den Autobauern schon ein bisschen was durch. Also, aber eigentlich muss man sagen, die Quartalssaison ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär und das war auch nicht zu erwarten. Ne? Also, das wird, glaube ich, noch ein bisschen so weitergehen. Die großen Sensationen sind ausgeblieben oder
Hast du irgendeine Sensation im Kopf, wo man sagt, gut, SMA Solar, Gewinnwarnung am letztmöglichen Tag, das war natürlich weniger schön. Die Aktie dieses Jahr natürlich massiv unter Druck gekommen, auch in dem einen Depot bei Vanguard Research so ein bisschen. Mal der erste Rohrkrepierer dieses Jahr, den wir so richtig hatten, aber wir haben halt genug, die das abgefangen haben. Da sind wir schon mehr als 10% im Plus jetzt, glaube ich. Ich kann mal gerade drauf gucken. Wo wir da sind, wer sich für die beiden Depots auch vielleicht mal by the way interessiert. Wir starten ja hier bei dem mit 150.000 am Jahresanfang, jetzt sind wir bei 168, ja, 169.000, das sind so Pi mal Daumen 12%. Das ist immer nur auf das bezogen, was aktuell im Depot ist. Und da sieht man, SMA Solar Discount hat ein bisschen gelitten, aber dafür hier der Einstieg bei BBVA jüngst nur mit einem Hebel 3, aber trotzdem 55% vorne innerhalb von, was sind das, 2 Wochen. Spanische Banken damals, das war unsere Idee an dem Tag, das lief ganz stattlich und wir können vielleicht auch nochmal gucken ins defensive Depot, das ist mit 100.000 gestartet, sind wir jetzt bei 100 und 9, 110, also ziemlich Pi mal Daumen, 10% vorne, da sehen die Positionen gut aus, wir hatten ein, zwei Verlustbringer rausgenommen, Lufthansa ein bisschen zu früh rausgenommen, leider, das war schade vor der Prognoseerhöhung, aber gut, konnte mal passieren und auch Barrick Gold wieder eingestiegen jetzt. Das ganz okay, ja, dann haben wir noch ein paar Rausschmeißer, nämlich die Chinesen können wir zumachen. Einer, der tief gefallen ist und wo man sagt, mein Gott, dass der in der Presse überhaupt noch stattfindet. Heute gelesen, Felix Baumgartner heißt er ja, glaube ich. Passt ja zu meiner These, bewahre, was von Red Bull kommt, ob es Fußball sei, Formel 1 oder was auch immer. Und er hier ist natürlich krass unterwegs, der unterstützt jetzt irgendwelche Ultrarechten in Österreich. Ja, vielleicht macht er ja nochmal einen Sprung und ja, klappt ja nicht immer, wie man weiß. Also, der gute Herr Baumgartner, ja, der muss er sich gefallen lassen, ist ein bisschen harten Sarkasmus, weil der Herr Baumgartner ist wirklich in seinen Äußerungen, glaube ich, selbst für viele, viele Österreicher nicht zu ertragen. Dann ein Fall, aus der Rubrik ist Augen auf bei der Recherche. Ja, ein ehemaliger Profi aus der Bundesliga fährt jetzt für 10 Jahre ein in Brasilien. Bittere Geschichte. Marcelo Pleitsch war mal bei Gladbach und dann bei Lautern. Und da ist mir aufgefallen, hier Leute bei der Welt nicht mal recherchieren könnt ihr oder nicht mal lesen. Hier auf einem älteren Foto im Einsatz für Mönchengladbach. Ich glaube nicht, dass das Logo von Mönchengladbach ist. Guck noch mal nach. Rot ist der Betze. Ja. Auch das mir aufgefallen, als ich bei Welt mal wieder gucken wollte, was für Satire sie absondern. Und ja, und Egmont, eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen. Das war auf Spiegel Online und das war natürlich so ein richtig krasses Stück für dich. Da hat mein lieber Ex-Kollege Thomas Fricke geschrieben, dass Obama ein großartiger Präsident ist, weil er das Wirtschaftswachstum nach vorne gebracht hat. Und da hast du natürlich direkt widersprochen und hast gesagt, nur aufgrund von Schulden. Also du und Thomas Fricke, ihr kommt da nicht zusammen. Ne? Du bist kein Freund von Obama und auch nicht von seiner Wirtschaftspolitik, nehme ich an. Nee, weil ich es einfach kritisch sehe, dass das ganze Wirtschaftswachstum, das wir in den vergangenen Jahren hatten, halt alles auf Schulden zurückzuführen ist. Wir dürfen nicht vergessen, seit seinem Amtsantritt vor 8 Jahren ist die US-Wirtschaft um ungefähr 3,5 bis 4 Billionen Dollar gewachsen und in der Zeit sind die Staatsschulden um 10 Billionen Dollar angestiegen. Das heißt, ohne diesen ganzen Schuldenanstieg gäbe es keinerlei Wirtschaftswachstum in den USA. Das habe ich in den vergangenen Jahren, ich weiß gar nicht, wie oft geschrieben. Ja, und das ist die bittere Wahrheit. Man kann natürlich, der eine schaut immer nur auf das Wirtschaftswachstum und feiert den Obama und der andere, der schaut dann nochmal drauf, ja, woran liegt denn das Wachstum? Und dann kann man den Obama, denke ich, nicht so feiern. Aber vielleicht bin ich da, was das angeht, zu solide. Wenn ich nochmal darf, sage ich vielleicht noch gern einen Satz zu Facebook, wenn ich darf. Ich denke, da kann man gute Zahlen erwarten. Punkt. Und Okay, gut. ich denke, die Zahlen werden gut ausfallen und denke, die Aktie ist weiter positiv, weil die haben starkes Wachstum und ja, KGV 30, 35 natürlich nicht billig, aber ich erwarte gute Zahlen und dann könnte die Hose da weitergehen. Bitte, Daniel. Okay, dann nehmen wir das noch so mit und als Rausschmeißer heute muss man sagen, das Motto für die nächsten Wochen dann vor Halloween. Haltet euch bereit, die Horrorclowns gehen um und ich hoffe, dass euch keiner über den Weg läuft. Und wenn, dann könnt ihr ja überlegen, was ihr mit denen macht. Das sind die Horrorclowns in Bayern. Egmont, falls sie bei dir vorbeikommen, macht die Tür fest zu. Die sind alle drei gefährlich, alle zwei gefährlich. Ja.
Hüte dich vor ihnen. Übrigens, das eine Bild ist aufgenommen in Veitshöchheim, bei dir ums Eck. Ich Bei weiß, der ich weiß. Fassa. Ich glaube, da warst Genau. du sogar. Kann das sein? Da warst du doch sogar zugegen, oder? Nein, leider noch nicht, aber vielleicht schaffe ich es mal in nächster Zeit. Okay, also das kommt auf die To-Do-Liste für mich. Egmont mit Karte für Veitshöchheim beschenken. Vielleicht kriegen wir das hin. Vielleicht lege ich das noch oben drauf. Beim Trump sozusagen. Wenn du Falls ich den noch mit Schock Hillary gewinne. verdaut hast. Ja, genau, wenn ich den Schock verdaut habe. Ja, sehr schön. Na, dann prima. Dann verabschiede ich mich mit diesem Lesetipp auf bilanz.de. Da schreiben wir ja auch öfter und Paul Krugman hat da einen Gastbeitrag. Hört auf mit der Schuldenpanikmache. Lesenswert für alle, muss man ja nicht übereinstimmen, aber lesenswert ist es schon. Also in diesem Sinne und mit nochmal einem letzten Blick auf die Wohlerstrategie und das Portfolio und die Entwicklung in den letzten Wochen, Monaten, Jahr von der Anmeldung. Verabschiede ich mich und sage bis morgen Abend oder bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.